Wir machen weiter mit Anno 1800 und mit dem Ausblick auf unseren neuen wunderschönen Zoo, wo all die Wildtiere, die Wassertiere sind, wo Musik gespielt wird, eine Partitur von Anno 1800 wird geklimpert und gefiedelt und im Hintergrund ein Blick in die Abenddämmerung und in die wunderschöne Ansicht und den Ausblick auf fremde Inseln, auf das Wasser, das dort plätschert. Lassen sie hochleben. Und wie aus Stichwort lassen uns die Menschen hochleben. Zu Recht, finde ich. Echt schön, was wir hier machen, echt schön. Ich glaube, Achtung, falls ihr das zu süß findet, wieder der übliche Hinweis, ich sage es öfters und es ist wirklich ernst gemeint, damit ich keine Schadensersatzklagen kriegen kann, falls es hier zu lieblich und zu süß wird. Diabetiker, passt auf. Guckt nicht zu lange am Stück zu. Es könnte ein Süßigkeits- und Zuckerschock werden für euch. Passt gut auf euch auf, Leute, ernsthaft. Hier bauen wir jetzt ein bisschen weiter. Neue Tierchen kommen dazu. Frachtschiff steht bereit. Sehr schön. Und einmal hier oben zurück. Können wir auch gleich gucken, ob wir nochmal uns noch weitere holen. Blau sollten sie Minimum sein. Weiß geht gar nicht, grün weiß nicht, blau ist gut und episch, violett ist am coolsten und Tiere sollten es halt sein. Danach halten wir Ausschau und wir wollen keine Doppelten. Da haben wir keinen Bock drauf. Das finden wir irgendwie langweilig. Kann man machen, aber nee, muss nicht sein. Oh, wie schön, den Ponyhof-Simulator. Nein, es ist ein Pferd. Wenn es ein Pony gewesen wäre, Stichwort Ponyhof-Simulator, mein Lieblingsspiel, dann hätte ich das Pferd mir geholt, aber wenn es kein Pony ist, nee, komm, dann nicht. Dann nicht. Fast. Ein Elch. Hatten wir schon einen Elch? Ich glaube noch nicht, oder? Hatten wir schon einen Elch? Jetzt kommen wir schon da rein, dass ich schon nicht mehr weiß. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Das war die Stimme von Captain Kiba. Hallo, Captain Kiba. Hallihallo, genau. Das ist die Stimme ich glaube, von... der fehlt auch noch für ein Set. Hatte vorhin jemand geschrieben, dass ein Elch noch für ein Set fehlt. Ach so, um Gottes Willen. Ich dachte ja, worüber reden die? Wieso fehlt der für ein Set? Warum nicht für ein Y? Aber jetzt weiß ich, was du meinst. Hallo, Lady Bianca. Hallo. Einmal handeln. Nicht würfeln. Brüllt Zugucker. Nicht. Erst handeln anklicken. Don Blakes Stimme überschlägt sich im Chat. Handeln klicken. Das Squarefox. Handle, WB. Ja, ist ja gut, Leute. Ich hab's begriffen. Alles gut. Danke, dass ihr an mich denkt. Also, ich würfle jetzt. Nein, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz dummer Witz. Es wird gehandelt erstmal. Puh, das war knapp. Das war echt knapp. Knappe Geschichte hier. So, wie geht's weiter? Ja, würfeln. Oh, wie schön. Ein Blobfisch, den hatten wir, glaube ich, noch nicht, Kiba, oder? Du bist doch die Meisterin des Micromanagements. Hatten wir schon einen Blobfisch? In diesem Zoo gibt es noch keinen, nein. Danke, Bianca. Einmal hier rein, einmal handeln. Ein Kätzchen. Könnten wir mitnehmen und falls er uns besuchen kommt, dann Alf verfüttern. Aber nee, komm, nee, machen wir nicht. Oh, was eine coole Statue. Eine Eno-Sichton-Statue, die wir uns nicht holen. Wir lassen weiter würfeln. Orca hatten wir schon. Nicht nochmal. Ein Orca reicht. Der ist immer so teuer im Futter. Das ist neu, aber leider fürs Museum. Ammoniten. Kronenquallen hatten wir, glaube ich, auch schon, Bianca, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir die hatten. Ich glaube, die wollten wir mal haben. Dann habe ich die irgendwie weggeklickt, glaube ich. Wir gehen einmal gucken. Gehen einmal hier vorne schauen, was wir hier so alles haben. Einmal Museumscheck, bitte. Pfadornamente. Ich will nicht in die Pfadornamente klicken. Ich will in die Tiere. Also der Schwupp sagt, du hättest sie weggeklickt. Also irgendwelche Krallen oder hatten wir schon, aber ich kann hier keine sehen. Und ein Schiff mit ist auch nicht da. Mehr Druck im Kessel. Dann handeln wir mal weiter. Einmal Kronenquallenalarm bitte.
Nein, Tiger, natürlich. Ich kaufe einen Tiger. Träumte weiter. Eine erneute Kronenqualle. Den Tümmler hatten wir schon. Den Alligatorhecht hatten wir leider auch schon. Den Elch mittlerweile schon. Noch eine Kronenqualle. Jetzt wird es langsam sehr teuer. Noch teurer, noch mehr Geld verschwenden. Will ich nicht. Aber bleibt es jetzt hier. Wir gehen erstmal raus. Bringen die drei. Ach, vielleicht reicht das ja sogar schon. Bringen die drei einmal zu unserer neuen Zooinsel hin. Na, Freiheitshaufen. Und puzzeln jetzt weiter in unserem Zoo. Gucken mal, ob wir noch mehr Wassertiere einsetzen können. Ja, eine gewöhnliche Qualle. Ein Kugelfisch. Ich glaube, den will ich lieber hier haben. Qualle, Seepferdchen, das ist alles die Ozeanabteilung hier. Und da ist der Leuchtkalmar. Und da ist unser Tiger. Und auf der anderen Seite einmal Gorilla und da gucken wir weiter, was noch kommt. Ach, die sind zu spektakulär, um die hier vorne hinzusetzen. Fangen wir mal ganz klein an mit einem V. Ganz viele Bären. Vögel bitte. Attraktivität. Ein Bonus auf die Attraktivität. Einladende Hafenstadt sind wir jetzt. Läuft richtig gut. Und was wirft jetzt der Besucherhafen ab? Etwas mehr. Also man muss fairerweise sagen, unterm Strich ist das jetzt nicht besser als vorher. Weil das ist zwar, vorher hatten wir, bevor wir den angefangen hatten, den Zoo zu bauen, hatten wir, glaube ich, einen Besucherhafen plus von 2000 etwa, ne? Und mittlerweile haben wir das Regionalmuseum gesetzt, damit wir den Zoo ausbauen können, ohne dass er uns Einflusspunkte bringt. Einflusspunkte kostet, weil wir haben ein Regionalmuseum für Kultur hingesetzt, das Gebäude gebaut, die haben 1000 Unterhalt. Und wir haben bislang eher ein Minus durch den Bau des Zoos. Ein Minus von um die 350 pro Runde. Das ist also noch müssen wir richtig weitermachen. Frank McFly findet unseren Zoo bärenstark. Carlo Alarm! Ja, stimmt, definitiv. So, was machen wir als nächstes? Neue sind hier angekommen. Die Menschen lassen sich hochleben. Dann raus. Ich glaube, das wird ein. Das kann ein reiner. Das kann ein reiner. Wenn wir wollen, ein reiner Wasserzoo werden hier. Ein Blobfisch. Die Pfau lassen wir mal. Ich finde die süß, aber hier vorne. Da ist der Leuchtkalmar, das sind die Seepferdchen. Die Kronenqualle daneben. Und da ist noch eine normale Qualle, die tauschen wir nachher noch aus. Zwei Bären, den Axishirsch, den werfen wir raus für den Elch. Ein Elch toppte einen Hirsch. Dann gehen wir hier oben nochmal shoppen und gucken, ob wir noch was dazu bekommen. Kein Schiff da. Ach, das kommt aber sicher in Kürze, oder? Da sind die. Fahrt ruhig mal weiter vor, Leute. Hier bitte hinfahren, liebe Kapitäne. Rilipri, danke dir. Zwei Abos verschenkt und zwei sehr großzügige. Zwei Dreier-Abos. Hey, Rilipri.
Das war sehr großzügig. An Beak und an Dresadil. Das war sehr großzügig. Danke dir. Na, einen Bullen brauchen wir schon, mein Stompot im Chat. Sonst ist der Zoo irgendwie nicht fertig. Er ist unvollendet, hast du eventuell recht. Also es ist, also ein echter Bullenzoo ist das dann nicht. Wir gehen nochmal shoppen. Jetzt mal unter uns. Wer von uns würde Ratten kaufen? Schreibt mir im Chat. Wenn ihr Anno spielt, kauft ihr Ratten für euren Zoo? Schreibt mal rein. Ja, nein. Kauft ihr Ratten für einen Zoo? Wenn ihr Anno spielt und einen Zoo haben wollt. Ratten, Attraktivität ist plus 10 und ich persönlich finde eher minus 10 oder minus 50, aber als Futter für die Schlangen. Niemals, meint Ataxa. Mit Sicherheit nicht. Ist sich Joker Owl ganz sicher. Shai sagt, entrüstet einfach nur, nein. Seneca, nein. Challenger, nein. Keine Ratten, ist sich Roland sicher. Schnudelhuber schreibt, huhu, in die Runde. Ja, du weißt nicht genau, worum es geht. Huhu, zurück, Schnudelhuber. Niemals, da schwob. Ja, Gerzi, echt. Liebe Leute, wenn ihr Ratten habt bei euch im Spiel und ihr wisst nicht, wohin damit, schenkt sie Gerzi. Ja? Gerzi, magst du den anderen mal sagen, wo man die hinschicken muss, wie der Name deiner Insel ist mit dem Zoo? Dann schicken die dir alle die Ratten rüber. Kannst du ganz viele Ratten ausstellen. Also Gerzi, schreib gerne den Namen deines Zoos in den Chat rein. Und die anderen schickt ihm dann eure Ratten. Als Futter für die Katzen, Le Fisch. Also je nach Katzengröße oder Rattengröße ist da die Frage, wer wen frisst, ne? Ja, die müssten minus 10 geben mindestens. Finde ich auch, Robin. Liebe Grüße Richtung Schweden. Was ist denn neu da? Ah, hier, Eisvogel. Den holen wir uns. Den hatten wir noch nicht und der gibt was. Jetzt kriegen wir noch einen Eisvogel. Pinker Zuckerbusch, was es so alles gibt. Kommt nichts, wir geben nur unfassbar viel Geld aus. Da warten wir nochmal ab. Das wird mir zu teuer. Da müssen wir abwarten. So, nochmal nach Freiheitshaufen. Und jetzt machen wir den noch ein bisschen abschließend schön. Gucken, ob wir die Stufe noch packen. Jetzt haben wir echt ein Minusgeschäft gemacht. Also da bin ich jetzt doch ehrgeizig. Wir setzen innen drin schon mal alles voll mit... Lampen brauchen wir, glaube ich, nicht, weil ich zeige euch das mal. Die haben eingebaute Lampen im Zoo. Schaut mal hier. Die muss man eigentlich gar nicht mehr extra platzieren. Die habe ich nur im Eingangsbereich hier nochmal extra gesetzt. Aber nur hier. Countdog, doch, du hattest auch ein Geschenk-Abo rausgegeben. Entschuldige, an wen denn? Ich kann es nicht, ich finde nicht an wen. Aber gut, dass es nochmal geschrieben. Stimmt, hast recht. Countdog hat auch ein Abo verschenkt. An wen denn? An Impetto. Von Impetto und WB ein Danke an Countdog. Oh Gott, wir haben einen schweren Fehler gemacht, Leute. Wir haben eine Speicherstadt gebaut ohne einen Leuchtturm. Nein. Oh Gott, wie konnte das passieren, Leute? Wie konnte uns das passieren? Ich bin total geschockt. Wie konnte das nur passieren? Jetzt aber. Nein, das ist kein Kai, das ist eine Straße. Ach, ich dachte, das geht gar nicht. Ich dachte, er würde sich dann automatisch umwandeln in einen Hafenkai.
Ja. So ist gut. Dann noch ein bisschen was Schönes dazwischen, bitte. Ja, das passt ja alles nicht hin, ne? Doch, der passt da hin. Ein Hafenkeil. Noch ein bisschen in noch schöner. Na, das ist aber nicht, das ist nicht noch schöner, das ist doof. Peinlich. Mitarbeiten. Dann setzen wir ein paar Waldbänke hier hin. Einmal. Zweimal. Hallo Bim, Bim-Fahrer Max. Es ist entzückend. Danke dir fürs Cheeren. Liebe Grüße an dich. Bei der Gelegenheit, das sage ich auch den YouTube-Leuten mal ein Dankeschön. Hat was, ich komme nur drauf, weil Kiba mal gerade wieder einen Link gepostet hat. Danke auch mal bei der Stelle nochmal öffentlich dafür an unsere Captain Kiba. Die pflegt bei uns im Community-Forum eine Liste aller Strategiespiele, die demnächst erscheinen. Mit viel Akribie. Alle 2-3 Tage aktualisiert die Liste. Da könnt ihr wohlgeordnet sehen, wann was rauskommt. In Monaten mit allen Daten, die man finden kann. Wer die Spieler, welches Genre das ist, ob wir schon Videos dazu haben und so weiter. Link darauf wurde gerade auf Twitch gepostet. Auf YouTube kann ich den jetzt hier nicht euch ins Video rein posten, aber wenn ihr bei uns ins Forum reingeht, dann wird er oft auf der Portalseite darauf hingewiesen oder ihr geht ins Forum rein, community.writingbull.de und geht dann bei, wo steht die Liste? Bei dies und das in der Kategorie Kiba? Genau, bei dies und das. Genau, da kann man die Liste sehen. Die finde ich echt sehr, sehr cool. Auch Zugucker nickt und sagt, ja, ohne diese Liste hätte ich schon so manches interessantes Spiel verpasst. Das ist lieb, dass du das sagst. Ist ja auch wahr. Ist ja auch so. So, und jetzt setzen wir in die Mitte. Oh Gott, der ist ja viel zu groß und dick. Ein Jan. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Sieht doch nach was aus. Damit kann man arbeiten. Fein. Ein Kiosk. Ich glaube, ohne ist hübscher. Ein paar Fässer könnten wir noch hinsetzen. Oder ein paar Ruderboote verteuern. Ich glaube, dadurch wird es nicht unbedingt hübscher. Nee, das lassen wir sein. Mut zur Lücke, das ist auch ein Zug. Das gucken wir uns auch mal an. Und laufen noch einmal durch, Leute. Der Zugang ist der kleine hier vorne. Ja, kann man machen. Das ist okay. Da laufen wir einmal rein. Ach, wir waren lange nicht im Diplomatie-Menü. Einmal kurz checken, ob irgendwo ein Problem auftaucht. Ich brauche keine Almosen. Aber geben Sie her. Sie haben völlig recht. Meine Lieben sind gesund. Ich sehe, Sie haben verstanden. Verlegenheits... Viel zu freundlich. Wirklich.
gib es einfach her. Gerne. Für dich alles, Anne Harlow. Das Allerbeste. Noch nicht. Achte auf die Zeichen. Achte auf die Zeichen. So, und jetzt wollen wir hier einmal durchlaufen und gucken. Und... oh, wie hübsch. Da kann man sich echt nicht satt dran sehen, oder? Mein Dank im Namen der Königin. Echt toll gemacht, mit ganz viel Liebe zum Detail. Echt schön. Gott, kommen wir da durch? Kopf einziehen, nicht den Kopf anstoßen. Kleinwüchsige zuerst und dann sagen, ob die Luft rein ist, dann kommen wir größeren hinterher und stoßen uns den Kopf an. Ich ziehe ihn mal ein. Ich komme nicht durch. Doch jetzt. Das war knapp. Kommen wir hier nicht weiter? Doch, komm. Es geht. Geht's hier nicht weiter? Jetzt doch. Ob ich da runtergehen kann? Ins Wasser runter, Füße uns nass machen? Nee, geht nicht. Also man kommt gar nicht so leicht hier durch. Der Weg ist nicht so groß. Wir müssen ein bisschen tricksen. Wir gucken nicht mal, allzu viele Änderungen, hoffe ich. Ob wir da von der Wasserseite aus niemand reinkommen. Niemand steigt einem Wibblezock auf die Zehen. Das war kein schlechter Scherz, oder? Gucken, ob das so geht, wenn wir uns genau da drüber bewegen. Gucken, ob das geht, dass wir hier landen. Mal gucken. Ja, sehr gut. Perfekt. Die Menschen lassen sie hochleben. Zu Recht, finde ich. Zu Recht. Wow, ein ransausendes Luftschiff. Ein Stern am Himmel. Also wenn jetzt Nacht wäre, könnte ich mir vorstellen, da wäre vielleicht ein Jesuskind geboren worden gerade unter dem Leuchtturm. Bin ich einer der drei Könige? Sollen wir mal gucken gehen? Vielleicht liegt da ein Neugeborenes. Vielleicht ist da ein Stall versteckt. Da, wo der Stern kreist. Da sind ganz viele Kühe, wenn nicht gar Bullen, sind dort versammelt. Mama und Papa. Lady Bianca, hast du Myrrhe dabei? Die muss ich erstmal raussuchen. Die liegt hier irgendwo rum. Ja, mach mal. Ganz, ganz fix bitte. Kapitänin Kiba, hast du Weihrauch dabei? Falsche Jahreszeit. Das habe ich alles schon in den Keller geräumt. Ich seid manchmal echt falsch. Körper, ihr beide, ich verlasse mich total auf euch. Ihr müsst einfach gut sortiert sein. Ihr müsst mit allem rechnen. Ihr müsst bei einem anderen Stream, egal bei mir, ihr seid da bei mir, egal welche Jahreszeit, ihr müsst mit allem rechnen. Ihr braucht ein total gut gepacktes Kräutervorratsteil. Ihr müsst immer alles rausziehen können, auf Zuruf. Knoblauch, ja, hier bitte. Holzpfahl, um Vampiren einen Flock ins Herz. Ja, bitte, hier, ist da. Also echt. Was soll ein Neugeborenes mit Myrrhe und Weihrauch eigentlich? Das ist eine Fangfrage, Zugucker, ne? Du willst wissen, ob ich Satanist bin und Babys mit Myrrhe und Weihrauch abschmecke, bevor ich sie verzehre. Das war eine Fangfrage. Das habe ich gemerkt, Zugucker. So bin ich nicht drauf. Das ist eine ganz schön kranke Fantasie von dir. Da muss man erstmal drauf kommen. Ganz ehrlich, ich bin erschüttert. So einen kranken Einfall hätte ich noch nicht mal gehabt. Das ist abscheulich. Du hast gerade im Hintergrund gehört. Selbst das Programm ist so weit, dass er es Zugucker ins Gesicht sagt, das ist ein abscheulicher Gedanke. Echt, das ist, jetzt wird es echt eklig. Anno ist ein Familienspiel, Zugucker. Reiß dich am Riemen. Ach komm, das ist so unangenehm. Ich gehe erst gar nicht gucken. Also das ist jetzt echt... Ich bin entsetzt und schockiert. Das verletzt meine spirituellen Gefühle, wirklich. Macht mal im Chat bitte einen Exorzismus gegen Zugucker-Kiba, ja?
gar nicht. Also echt. Das ist unsere Speicherstadt. So, jetzt wieder hier hin und das noch weiter ausbauen. Ich werde gelobt, weil ich 2 Stunden lang Anno gespielt habe. Das ist doch eine tolle Leistung. Dafür muss man gelobt werden. Pharao hat viele Tiere an Bord, stelle ich fest. Sehr schön. Wir gucken nochmal, ob wir nochmal einen Stapel coole Tiere bekommen. Hier vorne. Im Emporium Exotique. Bei Madame Kaina. Gucken, was sie mittlerweile hat. Nix da. Im Chat wird, unterstütze sie, auch wenn ich damit alleine bin. Im Chat wird immer wieder geschrieben, WB, es gibt auf Expeditionen da und doch Tiere, ja, aber ich bin da gerade zu faul für. Da gibt es nichts. Oh, ein unbekannter Leuchtfisch. Ah, den kann ich leider nicht kaufen. Den hätte ich so gerne gekauft, aber ich kenne ihn nicht. Wie soll ich dann im Laden drauf zeigen und sagen, hier, ich hätte gerne den Leuchtfisch. Welchen denn? Ja, den da hinten. Ja, welchen denn? Welchen denn bitte? Da kann ich noch nicht mal genau sagen, welcher es ist. Er ist mir ja nicht bekannt. Nicht der eingetragene Spezies. Diese Spezies wurde noch nicht kategorisiert. Benennen Sie sie doch einfach nach sich selbst. Wieso soll ich einen Leuchtfisch nach einem Bullen benennen? Das ist total unglaubwürdig. Ich kaufe ihn mal. Aber ich finde, das ist eine sehr komische Vorstellung. Leuchtfisch nach einem Bullen benennen. Den haben wir schon, den Drachenfisch der Tiefsee, leider. Das bringt sie alles gerade nicht. Gott, wir verlieren unglaublich viel Geld bei diesen Sprenzen, die wir ja machen, ohne irgendwas Gescheites zu verdienen. Wir haben gerade noch ein Malusgeschäft, dadurch, dass wir hier dieses tolle Regionalmuseum dahingesetzt haben. Jetzt werden uns wieder Ratten angeboten, also echt. Den haben wir auch schon, die Korallenqualle. Wir konnten einfach nicht länger warten. Oh Gott, habe ich die Zeitung vergessen, wie peinlich. So, wir gehen. Wir warten hier einfach noch ein Weilchen ab. Gehen hier wieder hin. Ja, die hat sich schon den zweiten Palast mit einer dritten Goldkuppel gebaut. Wird im Chat gesagt. Ja, das machen wir. Super. Abholaufgabe, wo die alle uns danach heiß und innig lieben. Komm bloß nicht mit leeren Händen wieder. Nie und immer. Ich werde meine beste Kraft damit beauftragen und betreuen. Kapitän Kiwa, bist du startklar für eine Aufgabe mit Anne Harlow, ihr zu Diensten zu sein, der wilden Piraten? Na klar. Sehr schön. Gute Frau, weitermachen. Das ist sehr, sehr cool. Wir gucken mal, wo wir hin müssen. Bauchplädoyer. Annes alter Freundin Mary ist es gelungen, Blackworth-Offiziere hinters Licht zu führen und so der Todesstrafe zu entrinnen. Müssen ihr beim Ausbruch aus einem Gefängnis zu helfen, bevor den Offizieren auffällt, dass ihr Bauch gar nicht runder wird. Okay, das schaffen wir. Wir brauchen ein flinkes Schiffchen. Ich weiß schon, welches wir nehmen. Eines, das im Zweifelsfall auch ballern kann. Die Albatros. Lassen sie wir nehmen die Albatros. Was will die denn mit einem Schankwirt, die Albatros? Das Wasser schäumt, Admiral. Echt, wir haben mit wie viel begonnen? Mit wie viel Geld in der Schatzkammer, Captain Keeper? Mit 569 Millionen, ne? Kann das sein? Ganz genau. Jetzt habe ich gebaut und gebaut, war fleißig und emsig, hatte immer ein Plus in der Statistik. Ich habe trotzdem so viel Geld verjubelt, dass wir weniger haben als zuvor. Das ist alles schon sehr peinlich irgendwie. Einmal raus und einmal bitte hier hin. Oh, das ist direkt um die Ecke. Muss ein bisschen aufpassen. Leicht gesagt. Da kommen wir gerade her. Da kommt das Schiff. Da oben ist das. Oh Gott, hier gibt es Probleme. Schaut mal hier. Probleme mit den Lagerhäusern. Ganz schnell ausbauen. Wenn es geht. Schlachtkreuzer bereit!
Da vorne ist unser Ziel. Wir müssen aufpassen, dass uns die Patrouille nicht schnappen. Ich habe das unauffälligste, kleinste und dezenteste Schiff mit einem Beauftragten, das ich überhaupt habe. Nein, ich rede nicht über Kapitän Kiba. Sie ist ja kein Schiff. Ich habe dich an Bord des Schlachtkreuzers gesetzt. Meinst du, du kannst dich mit diesem winzig kleinen Kahn, Kiba, durchmogeln durch die Reihen unserer Feinde? Na klar. Willst du ein Beiboot aussetzen? Ich glaube, das geht so. Meinst du? Daumen drücken für Captain Kiba. Kiba braucht unser aller Daumendrück-Engagement. Maschinen laufen an! Wir dürfen nicht die Patrouillen in die Finger kommen. Ach, die sind gerade woanders. Das ist ja super praktisch. Schlachtkreuzer auf dem Weg! Ach, das schaffen wir. Die sind gerade woanders. Die haben ja mehr Glück als Verstand. Nein, wir haben beides. Glück und Verstand. Und das Glück, Verstand zu haben auch. Jetzt ganz schnell. Ganz schnell jetzt. Komm, 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 komm. Ja, ja, komm. Kampfdeck bereit. Weg. Nein, ich will keine Allianz mit Bente. Ich will keine Allianz mit Bente. Das ist jetzt sowas von egal. Komm, 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 komm. Go. Kiba, schaffst du's. Schneller, Kiba. Kiba, anfeuern. Na klar, das ist der spannendste Moment heute, oder? Ja. Kiba, du schaffst das. Wir glauben alle an dich. Wir glauben an deine Raffinesse, deine Eleganz, deine Geschwindigkeit und dein Geschick. Und daran, dass du einfach Glück hast. Seit wann hast du einen solchen Glücksstern, der dich auf allen deinen Wegen begleitet? Und was hast du dafür, wessen Seele hast du dafür verkaufen müssen? Oh, den habe ich direkt seit Geburt. Also ich weiß nicht, wen meine Mutter dafür verkauft hat, aber es läuft. Vielleicht auf sehr frühen Familienfotos ein kleines Brüderchen, was mittlerweile fehlt. Schlachtkurs steht. Das, ich weiß nicht, es fehlt ja, ne? Deswegen. Ja, gute Antwort. Ich würde da mit deiner Mutter mal ein Gespräch drüber führen, über dieses Thema. Wir fahren einfach einmal mit der Albatros zu unserem Ziel, das ist hier. Insofern natürlich nicht in Patrouillen wieder. Oh, jetzt müssen wir einmal hier quer dran vorbei. Fahren wir anders. Einmal raus, bitte. Gucken wir uns gleich wieder an. Ich habe mit Shift und Rechtsklick mehrere Stationen mal platziert. Da haben wir gleich wieder einen Blick drauf. Freiheitshaufen. Weitermachen mit dem Zoo. In der Mitte noch was ausbauen und ein bisschen in schön bringen, bitte. Hier mal Blumenbeete, dann noch Bäume und vielleicht sogar Zäune. Mal gucken. Bäumchen bitte. Oh, die sind aber süß.
ausfallen. So, dann hätte ich hier gerne einen Zaun hin platziert. Eine Hecke oder ein Zaun? Nicht einfach mal einen Zaun. Gucken, wie das aussieht. Was meint ihr? Kann man das so machen? Ich denke ja. Gucken wir uns einmal aus der Nähe an, ob der uns gefällt, ob wir den wirklich so haben wollen. Ich glaube, das ist okay. Warum wir den setzen? Ganz simpler Grund, aus Sympathie zu den Tieren. Weil ein Zoo ist ja nichts anderes als ein Tierknast. Und die Tiere sollen nicht den Eindruck bekommen, wir würden sie für etwas bestrafen. Wenn sie das Gefühl haben, sie sind ja wirklich eingekerkert, wir werden sauer auf sie, das wäre eine Bestrafung, dann sind die ja, fix und fertig demoralisiert, traurig, fühlen sich eingesperrt, gedemütigt, gequält. Dann sterben die eher wirklich glücklich, das Fell schimmert nicht, die Schuppen fallen ab bei den Fischen. Besucher kommen deshalb nicht, Zoo sieht verwahrlost aus. Deshalb setzen wir diesen Zaun dahin, weil dann die Menschen eingesperrt werden. Oder zumindest denken die Tiere, dass sie denken dann, ist das ein Zoo für die Menschen? Weil die sehen, das sind Zäune und da stehen Menschen vor und gucken raus und können da nicht raus. Deshalb denken die Tiere sich, dass die Menschen sie nicht bewachen oder sie nicht eingekerkert haben, sondern dass sie vielleicht diejenigen sind, die dafür zuständig sind, die Menschen wiederum zu bewachen. Das sorgt dafür, dass sie mehr Selbstbewusstsein haben, dass die Haare schöner glänzen und so Sachen. Und das führt wiederum dazu, dass der Zoo eine höhere Attraktivitätsbewertung hat. Ihr kennt das aus anderen Spielen, Space Bestertopia zum Beispiel, oder wo auch immer. Da kommen die Gäste eher vorbei und dann lassen ihr Geld hier. Die können die Eintrittspreise erhöhen. Das ist so ein bisschen Planet Zoo Space Bestertopia Feeling, was ich hier einbringen möchte. Und deshalb diese Zäune. Das ist die kurze und, wie ich finde, absolut plausible Erklärung dafür, warum hier Zäune stehen müssen. Also ich habe mich überzeugt. Das ist ja schon mal was. Erster Schritt. Weiter Zäune bauen, bitte. Sehr schön. Und hier auch, bitte. Bauen wir später aus, wenn wir wissen, wie es hier im Detail weitergeht. Das ist schon mal der erste Schritt. Weitere Tiere. Schauen, ob wir nochmal shoppen gehen können. Immer weniger Geld zur Verfügung. Wir bauen uns arm. Neue Befehle? Ja, Tiere kaufen bitte. Unbekannter Leuchtfisch. Das ist ja schon der zweite. Die veräppeln mich doch. Jetzt sollen wir schon wieder einen unbekannten Leuchtfisch kaufen. Also irgendwas stimmt da nicht. So kann man doch keine Ware anbieten als Madame Kaina. Hier nehmen Sie diesen unbekannten Leuchtfisch. Dem können Sie Ihren Namen geben. Heißt er dann Egon oder Friedemarie? Henrike, Daniel, man nennt auch keine Leuchtfische nach. Also, finde ich komisch. Aus lauter Protest werde ich diesem Leuchtfisch den Namen Egon geben. Das habe ich hiermit beschlossen.